Gerade wenn man bewusst auf die Speicherung von Dateien in einer Cloud verzichten möchte, kommt man irgendwann in die Situation, dass man Dateien von einem USB-Stick auf das iPad oder umgekehrt übertragen möchte. Hierfür benötigt man einen entsprechenden Adapter mit Lightning-Anschluss. Ich stecke einfach den USB-Stick in den Adapter, welchen ich wiederum mit dem iPad verbinde. Nach einer kurzen Wartezeit wird mir der USB-Stick in der Dateien-App unter Speicherorte angezeigt. Nun können wir den USB-Stick wie jeden anderen angezeigten Speicherort nutzen und Dateien hin und her kopieren.